wieder hat eine neue Klondike-Woche begonnen. Das Tal der Harmonie hat geöffnet. Die festlichen Abenteuer gehen im Tal der Harmonie weiter. Es ist Zeit, ein Picknick für deinen Schatz vorzubereiten. Doch finde zuerst die getrennten Tiere und rette das Tal vor der Flut. Setze den Bau der Harfen der Liebe fort, du kannst sie am 14. Februar in fantastische Geschenke verwandeln. Begib dich zum festlichen Land, dem Tal der Harmonie. Rette seine Einwohner vor der Flut. Beruhige und füttere die verängstigten Tiere. Erhalte ihre Dankbarkeit und pinke Baumstämme. Die Stämme werden nützlich sein, um die Brücken über den Fluss zu bauen und die Tiere wieder zu vereinen. Erhalte weitere Liebeslieder, um den Tieren zu helfen und neue Harfen der Liebe zu bauen. Du kannst sie am Valentinstag in einen Haufen toller Geschenke verwandeln. Räume die Location auf, um ein weiteres besonderes Gebäude und ein großartiges Geschenk zu erhalten. Und vergiss nicht das Picknick für deinen Schatz. Fröhlichen Valentinstag! Möge Liebe dein Leben versüßen. Okay, das hört sich aber wieder nach viel Arbeit an. Ach, mal gucken, ob ich das schaffe, weil ich eigentlich gerade etwas angeschlagen und kränklich bin und gar nicht so oft online sein kann, wie ich es gern würde. Aber nichtsdestotrotz probiere ich es trotzdem. Ja, hier fehlen uns noch Skizzen. Da haben wir einen dicken. Ein dickes Hindernis, aber nicht genug Energie. Und deswegen werde ich jetzt als allererst mal Energie sammeln gehen. So, als erstes können wir unsere Harfe der Liebe ausbauen. Ja, es fehlen noch hier die Bögen, die Saiten. Und dann möchte ich mir mal das neue Gebiet anschauen. Nichts wie los. Das Tal ist überflutet. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Überraschung ist wohl schon wieder in Gefahr. Hi! Was für ein Treffen! O Orianka hilft mir bei der Überraschung, stimmt's? Wieso weißt du das nicht selbst? Keine Sorge, ein paar weitere Details, dann bin ich weg. Grant, warte unter dem Baldachin auf mich. Überall ist so viel Wasser, ich möchte nicht, dass deine Füße nass werden. Das ist wohl so eine Art Wartebaldachin. Na gut, ich warte. Was ist passiert? Der Fluss hat das Tal geflutet. Die Tiere haben Angst bekommen und sind in alle Richtungen gerannt. Wir müssen sie zurückholen und die Flut stoppen. Ich helfe mit. Ein Picknick mitten im Wasser hatte ich eigentlich nicht geplant. Tja, da sieht es ja genauso aus wie, oder ähnlich, wie in dem anderen Gebiet. Und wahrscheinlich ähnliche Aufgaben. Der Fluss hat den Großteil des Tals überflutet. Die Tiere sind in allen Richtungen gehuscht. Wir müssen sie beruhigen und ihnen etwas Nahrung bringen. Belohnung, Liebeslieder. Finde ein Tier im Tal der Harmonie und hilf ihm. Ach, das ist ja fies, weil ich brauche doch meine Energie für das andere Gebiet noch so arg. Wir haben noch überhaupt nicht viele Vögel gefunden. Eiweiwei. Trotzdem würde ich das andere gern weitermachen, weil dieses Gebiet ist, glaube ich, eher so für die Schnellen, die ihre Harfe schon fertig haben und alles und einfach noch was zu tun haben wollen, die können sich Bonusharfen erspielen. Deswegen werde ich erstmal im anderen Gebiet weitermachen. Und hier vielleicht ab und zu mal ein Tierchen, aber muss ich erstmal schauen. 8 Tierchen wieder zusammenbringen. Wir müssen alle getrennten Tieren helfen, ihre Schätze wieder zu sehen. Okay. Also das ist hier eher sowas wie ein Bonus. Und ich mache lieber noch auf der anderen Map weiter.
Da sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir und ich wollte ja hier hinten erstmal wieder was freiräumen. Und zwar dieses Gestrüpp hier. Weg damit, dahinter ist doch immer was Besonderes versteckt. Oder auch nicht. Ich finde es gar nicht so einfach, diese Bäume zu finden. Ah, endlich mal wieder viel drin in so einem Blümchen. Hier rum oder hier rum? Das ist die Frage. Ah, die Entscheidung war wohl gar nicht so schlecht. Dann auch mal zu Hause gucken, aber so süß das Herzchen da unten drunter. Ich muss zu Hause dann auch mal schauen, ob ich noch genug Materialien habe für die weiteren Nester. Gut, also jetzt haben wir inzwischen 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wei, oh, wei. 5 und 12, ja, hier sieht man es ja auch. Das heißt, nach einer Woche noch nicht mal die Hälfte gefunden. Sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Jetzt haben wir hier. Ja, da machen wir den mal weg. 32. Ja, Level 100 müsste man schon sein und alle möglichen Boni haben. Da ist ein Vögelchen. Und ich komme sogar dran. Ja, damit kann ich mich wieder entscheiden, ob ich einfach warte oder ein bisschen Energiefutter wieder esse. Ach ja, was soll's. So ein bisschen. Uns da mal durchbeißen. Hier ist ja auch fies, da ist ein Herz, aber kein Baum. Hier sind überhaupt keine Bäume hier unten. Die waren bis jetzt alle da oben. Hier unten sieht es irgendwie mau aus. Hier ist wieder so ein Gestrüpp. Aber ich komme nicht dran. Überhaupt nicht. Vielleicht entdeckt sich's, wenn ich wiederkomme. Super. 12. Da kriegen wir doch noch ein großes weg. Was geguckt, was 32 hatte der Stein hier. Oh, hat wieder gar nichts gebracht, sowas ärgert mich echt immer. Ja, ich denke mal, dass das Gras hier weg muss. Giraffe hier.
16. Wo sind denn die ganzen Bäume? Sind die alle außen? Ich meine, die sind ja auch relativ außen. Bis auf den hier. Das ist ja fies. So nach dem Motto, buddelt euch wirklich überall durch. Ach. So ist nicht immer die Sachen anklicken. Hier. Sondern hier. Aufräumen. So. Das ist auch bald voll. Und jetzt. Hier ist es zwar so ein bisschen Äste, aber die Bäume sehen ja nicht so alt und trocken aus, sondern schon grün. Nehmen wir mal die Tanne. Auch nix. Wahrscheinlich sollte man sich gar nicht von innen nach außen schaffen, sondern einfach außen rumlaufen. Und dann wahrscheinlich die meisten Chancen. Oh, ist das fies. Also hier ist schon mal nix. 16, was war denn hier für 21er? 15, 10. Boah, das darf doch nicht wahr sein. Da investiert man so viel und dann kommt nichts bei rum. Muss ich die wieder wegmachen? Oder ganz was anderes. Ah! Scheint dadurch. So, gucken, wie viele Vögelchen ich noch habe. Oh, das ist wieder gar nichts. So, kommt wieder, muss wieder der weg. Gut, dann werde ich dann demnächst mal wieder weiter buddeln. Mich hier nur kräftig drauf konzentrieren und hoffen, dass wir die ganzen Vögelchen noch finden oder einsammeln. Jetzt gucke ich gerade mal, wie viel Vorräte ich noch habe für. Oh, sieht schlecht aus. Ein Balken und 8 Baumwollfäden. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen schaffen dran. Da brauche ich noch mal. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.